Hallöchen, liebe Böse-Freunde und herzlich willkommen zur neuen Folge von Games With Gold. Dieses Mal Dark Souls. Ja, ich habe mir länger überlegt, ob ich das überhaupt in Games With Gold aufnehmen soll, da wir dieses gute Spiel ja auch Let's Playen und es daher irgendwie ein bisschen wenig Sinn macht. Aber na gut, um die Reihe komplett zu haben, muss es mit rein, mehr oder weniger. Weshalb wir jetzt nochmal eine Stunde aufnehmen. Obwohl ihr euch das Ganze, wie gesagt, auch komplett als Let's Play anschauen könnt. Auch Teil 2, falls euch das interessiert und falls ihr nicht weiterkommen solltet und so weiter und so fort. Aber gehen wir doch erstmal wie immer auf Spiel ein. Das Gute wird von From Software entwickelt. Ja, From Software ist eigentlich hier eher nur bekannt durch die Souls-Reihe, weil sonst haben sie größtenteils rein Bullshit programmiert. Das ist so den einzigste Spiel, womit die eigentlich angeben können. Aber dafür ist es umso genialer, denn Dark Souls ist und bleibt das beste westliche Rollenspiel aller Zeiten. Wer etwas anderes behauptet, hat einfach keine Ahnung von Videospielen und damit wäre diese Diskussion auch schon beendet. Verlegt wird das Ganze von Namco Bandai und ja, ist ein Rollenspiel. Ein sehr, 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 sehr schweres Rollenspiel. So gesehen das schwerste Rollenspiel auf der 360. Es gibt da nichts, was auch nur ansatzweise vom Schwierigkeitsgrad daran kommt. Genauso wenig wie von der Genialität. Also solltet ihr weichgespülte Pussy-Spieler sein, die immer nur Skyrim spielen oder Oblivion oder irgendein Risen oder meinetwegen auch noch für die ganz alten Hasen. Gothic, was gibt's denn noch? Oh Gott, da gibt's doch eigentlich viel mehr westliche Rollenspiele. Ach, The Witcher, genau. Das ist alles Kinderkram im Gegensatz zu Dark Souls. Also solltet ihr damit schon Probleme gehabt haben, dann werdet ihr Dark Souls verfluchen. Allerdings genauso sehr lieben, wenn ihr es dann endlich geschafft habt, die Passage. Und ja, das Ganze läuft nur in 720p, ruckelt trotzdem stellenweise extremst. Also From Software sind nicht so die geilen Frames-Spezialisten. Läuft natürlich wie immer in Dolby Digital, ist ja nichts Neues. Online-Multiplayer. Gegeneinander 1-4 Spieler, was voll dämlich ist. 1-4 Spieler eigentlich 2-4, ne? Und Koop eigentlich auch 2-3, weil Koop alleine geht ja nicht, deshalb ist die 1 irgendwie sinnlos. Ja, aber falls ihr euch denkt, oh cool, wenn das so schwer ist, kann ich das ja die ganze Zeit im Koop spielen? Nee, 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 darauf gehen wir dann später nochmal ein. Und jetzt lesen wir natürlich noch den Text. Dark Souls ist ein Action-Rollenspiel mit seiner dichten Dungeon-Atmosphäre, Kämpfen gegen angsteinflößende Gegner und innovativen Online-Features wird aus Dark Souls eine einzigartige Rollenspielerfahrung. Das Spiel setzt auf eine nahtlos ineinander übergehende Spielwelt, die auch neugierige Forschern einiges zu bieten hat. Das ist richtig. Während wir das Spiel starten, was von mir natürlich 5 Sterne bekommen hat, da es einfach, wie gesagt, das beste Rollenspiel aller Zeiten ist. Huch, sehen wir nochmal Bildfehler, die kommen aber immer. Ich weiß nicht warum. Falls ihr das Format noch nicht kennt, ich zeige euch gleich, sobald das Spiel gestartet ist, eine Stunde Gameplay. Scheiße, das habe ich auf dem falschen. Ach, egal. Lösche ich nachher eh wieder. Den Spielstand. Ja, Koop geht hier nämlich nur durch Zeichen. Andere Spieler können Zeichen auf den Boden legen. Die könnt ihr dann rufen, allerdings immer nur bis zum Endboss und auch nur in gewissen Gebieten. Also ihr könnt jetzt nicht von Anfang bis zum Ende irgendwie direkt einstellen, ich möchte Koop spielen, also tut ihr das dann auch? Nein, 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 nein. Das funktioniert nicht, aber wie gesagt, gehen wir später drauf ein. Na, neues Spiel ist klar, weil ich den falschen Speicherspielstand ausgewählt habe, aber das ist nicht schlimm. Die Helligkeit ist in Ordnung für mich. Das ist auch gut. Ja, sind wir schon im Charakteridee da. Ich starte schon mal die Stunde. Eigentlich sollte jeder von euch Dark Souls kennen, zumindest schon mal gehört haben. Geben wir mal einen langweiligen Namen ein. Da schreiben wir einfach mal Games of Gold rein, also GWG. Das Geschlecht, ja, könnt euch aus noch männlich oder weiblich. Wir sind mal einfach mal so. Also könnt ihr euch eine Klasse auswählen. Ihr seht jetzt links unten, da wo jetzt die 4 steht, also Stufe 4, dass der Krieger Level 4 von Anfang an ist. Also ein furchtloser Krieger, Waffenexperte, hohe Stärke, Möglichkeit. Ihr könnt eure euren Charakter frei skillen. Also wenn ihr jetzt Krieger nimmt, heißt das nicht, ihr müsst automatisch auch Krieger werden, spielen. Der Krieger kann später auch immer noch zum Magier werden. Das ist absolut kein Problem. Nur der Anfang hier legt halt fest, wie eure Anfangsattribute verteilt sind und wie hoch das Level ist. Je höher euer Anfangscharakter ist, umso mehr Seelen, was die Währung im Spiel ist, also die Währung für alles. Seelen, die ihr von gefallenen Gegnern bekommt, sind für Waffen kaufen, Waffen upgraden, Waffen reparieren, also Ausrüstung generell, plus Level-Ups. Versteht ihr? Davon wird alles wird davon bezahlt. Also ihr müsst schon abwägen, kaufe ich mir jetzt lieber eine neue Waffe oder steige ich lieber ein Level auf? Blablabla. Hier werden wir aber noch sehen und naja. Und je höher eure Stufe ist, desto mehr Seelen braucht ihr für einen Levelaufstieg. Das heißt, er braucht jetzt, um Stufe 5 zu werden, weniger Seelen, als er, um Stufe 6 zu werden. Ist logisch, ne? Und naja, eure Anfangsausrüstung, seht ihr, verändert sich natürlich auch. Er hat natürlich schon etwas stärkere Rüstung. Sieht man ja. Die eigentlich ganz geil ist, finde ich. Kleine Vagabunden, der ist Stufe 3 nur. Der Dieb, den ich höchstwahrscheinlich nehmen werde, weil der Dieb hat nämlich den Generalschlüssel. Na, da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Dann gibt es noch den Bandit. Der hat ein ganz gutes Schild für den Anfang hier, das Schwindschild. Der Jäger hat einen Bogen von Anfang an. Den sieht man jetzt nicht, aber hat er. Ja, der Zauberer hat natürlich den Seelenpfeil von Anfang an, also er kann zaubern direkt. Der Pyromant, der irgendwie viel geiler aussieht für dich als der Zauberer. Pyromantie. Für Pyromant, der ist auch erst Stufe 1, das kommt noch dazu. Das heißt, ihr könnt ihn von Anfang an ziemlich frei skillen. Kleriker ist für Wunderzauber, also hier gibt es so gesehen 3 Zauberkategorien. Einmal die Zauberei, das ist halt er hier, da müsst ihr dann halt Intelligenz für hochschrauben, glaube ich. Oder, ja, doch, ja. Pyromantie. Pyromantie kann jeder wirken, das ist völlig scheißegal. Pyromantie wird hat keine Voraussetzungen. Selbst als Krieger könnt ihr Pyromantie benutzen, sofern ihr Zauberei mindestens auf 10 habt, weil Zauberei muss mindestens auf 10 sein, damit man einen Zauberslot bekommt. Da kann man dann jede Pyromantie, die einen Zauberslot braucht, reinklatschen und ihr könnt sie benutzen. Natürlich wird sie stärker, indem ihr noch Intelligenz und Wille oder sowas hochschraubt, aber ihr könnt sie, wie gesagt, selbst als Kriegerritter oder wie auch immer benutzen. Voraussetzung natürlich mindestens 10 in Zauberei, um den ersten Slot zu bekommen. Der Kleriker wirkt dann halt Wunder, also das ist Zauber, Pyromantie und Wunder. Wunder ist so ziemlich das Stärkste, was es gibt im Spiel. Zumindest in Teil 2 ist das so. Ich habe in Teil 1 nie einen Magier gespielt. Aber Wunder beinhalten zum Beispiel Buffs, Heilzauber natürlich, aber noch viel wichtiger, komischerweise, haben die sogar die stärksten Angriffszauber. Nämlich die Blitzspeer. Ich weiß nicht, ob es hier auch den großen und den Sonnenblitzspeer gibt, aber auf jeden Fall gibt es den Teil 2 und das sind so ziemlich die mächtigsten Zauber im ganzen Spiel. Was sehr komisch ist und was ich auch persönlich ziemlich beschissen finde, dass der Zauberer, der nun mal Zauberer heißt, schwächere Zauber hat, als der Kleriker mit seinen eigentlich Heilfunktionen. Naja, und der Bettler ist überall gleich geskillt, ihr seht, aber er hat halt auch nichts. Und das ist schon Stufe 6. Ja, wunderschöner, knackiger Hintern. Wir können mal auf die vorwechseln, mal gucken, wie die so aussieht. Mit der Glatze. Guck mal, schnell, die haben hinten so einen Lenden dran. Da kann man nicht direkt auf den Hintern starren. Aber na gut. Wir nehmen einen männlichen Charakter und den Dieb, damit wir den Generalschlüssel haben. Denn man kann sich noch eine Gabe geben lassen, wo man nochmals den Generalschlüssel wählen kann. Also den kann jede Charakterklasse nachher haben, wenn man den wählt. Allerdings möchte ich den Generalschlüssel und die schweren Feuerbomben. Ihr werdet sehen, warum. Erkläre ich dann gleich. Die sind an sich jetzt nichts Geiles, also das ist nichts, was man unbedingt nehmen müsste. Eigentlich ist alles ziemlicher Müll, außer der Generalschlüssel und der alte Hexenring vielleicht noch, weil mit dem alten Hexenring kann man hier mit einem NPC reden, mit dem man sonst nicht sprechen kann. Und ja, dann können wir hier noch die Figur ändern. Schlank, kräftig, dick, kräftiger Rumpf, ganz komische Form, kleinköpfig. Ich würde mal sagen, wir lassen das alles auf normal. Wir halten uns jetzt auch nicht ewig damit auf. Können wir hier noch die Gesichtsform ganz leicht abändern. Lasse ich aber auch ganz normal. Die Frisur können wir noch ändern. Ich muss bedenken, ich habe nachher eh meistens einen Helm auf. Eigentlich jeder Charakter hat irgendwie eine Kapuze oder einen Helm auf und dann sieht man das Gesicht eh nicht mehr, geschweige denn die Haare. Was dann eigentlich völlig unwichtig ist. Ich nehme mal den, ist eigentlich völlig egal. Und natürlich die Haarfarbe. Nehmen wir mal blond, so wie ich. Oder goldfarben ist das ja hier gleich. Ich meine, ihr selbst jetzt seht ihr die Haare nicht mal ansatzweise. Ich könnte ihn allerdings auch anpassen, dann geht ihr in Anpassen und dann könnt ihr hier tatsächlich noch ein wenig dran rumschrauben. Aber nicht wirklich viel. Ah doch, hier. Seht ihr, hier könnt ihr noch Nase, Augenwange, bla bla bla, alles ziemlich anpassen, wenn ihr das unbedingt möchtet. Aber damit wollen wir uns nicht aufhalten, wir starten ein Spiel. Und ich bin mal ruhig. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Seath, the Scales, betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Jo. Das war das. Hier habt ihr auch hier gerade ziemlich viele der Endgegner gesehen. Die haben so begegnen. Der Gegner in dem Spiel, ich laber jetzt mal drüber, weil es gibt doch noch einiges zu erzählen. Die Gegner in dem Spiel sind sowieso so das größte Highlight, weil sie einfach mal übelst spektakulär sind auch und den Spieler alles abverlangen teilweise. Riesig sind, geil aussehen und so generell das ganze Art-Design und die Architektur von Dark Souls ist einfach einzigartig und halt das Beste, was es so gibt auf dem Markt. Was halt sehr viel die Atmosphäre ausmacht. Und ja, diesen Filmschnipsel, den ihr jetzt gesehen habt, das war jetzt auch so das Einzige, was ihr dann so mitbekommt an Hinweisen über die Geschichte des Spiels. Man weiß jetzt, dass Gwyn und die ganzen anderen da die Drachen ausgelöscht haben, mehr oder weniger. Und dann das Feuerzeitalter anbrach. Aber das war's dann auch schon fast. Mehr werdet ihr nicht erfahren. Großartig. Natürlich bekommt ihr immer noch ab und zu von den paar NPCs, die man hier trifft, Hinweise, aber nicht viele. Denn Dark Souls erzählt sich durch seine Umgebung und das, was der Spieler erlebt. Und genau das macht es für mich so geil. Ihr bekommt hier nicht ständig irgendwelche Cutscenes vorgeworfen. Was war jetzt das Problem? Komisch. Egal. Kommt jetzt nicht die ganze Zeit Cutscenes entgegengeworfen. Ich mach mal auf Pause auf der Stoppuhr. Das wäre jetzt ja nicht nett für euch. Und nicht jeder blöde NPC wie in anderen Rollenspielen erzählt euch erstmal seine halbe Lebensgeschichte, was ja völliger Blödsinn ist. Neues Spiel, wollen die mich verarschen? Ah, ich schneide das hier mal raus und dann werdet ihr das gleich sehen alles. So, und da sind wir auch wieder. Was soll ich sagen? Genau, nicht jeder Bürger oder jeden, den ihr trefft, erzählt euch hier seine halbe Lebensgeschichte, was ja völliger Blödsinn ist. Und das ist halt das, was für mich so, mal das Mike näher ranschieben, gut macht. Oh Gott, ich habe die jetzt eigentlich die letzte Zeit immer nur Dark Souls 2 gespielt. Deshalb, dass sie jetzt doch ein bisschen ungewohnt ist. Und jeder Popelgegner, selbst dieser hier, der sich ja am Anfang jetzt noch nicht so krass wären, können euer Verderben sein. Ihr seht, jeder Schlag verbraucht Ausdauer. Genauso wie das Rennen. Und das Blocken, was wir noch nicht haben, weil wir noch kein Schild haben. Aber Blocken verbraucht auch Ausdauer. Das heißt, das ist alles sehr taktisch. Ah, die wehren sich noch nicht so. Das ist halt so das Tutorial-Gebiet. Aber später kann jeder daneben geschlagene, ja, Schwerthieb das Ende bedeuten. Man sieht, die Grafik ist eigentlich heutzutage immer noch ziemlich nice. Schimmereffekte an nassen Wänden, die Texturen hier gehen eigentlich auch noch voll durch. So, und das ist somit das Wichtigste im ganzen Spiel, die Leuchtfeuer. Die Leuchtfeuer nämlich könnt ihr später noch aufleveln. Euer Estus Flakon, was hier so gesehen die Heiltränke sind, auffüllen. Nur daran, es gibt hier nur die Estus Flakon zum Heilen und den göttlichen Segen, den man ab und zu findet. Und wenn die leer sind, habt ihr Pech gehabt. Dann könnt ihr euch nicht, ihr könnt hier nirgendwo mal so eben ein paar Heiltränke kaufen, das gibt's nicht. Das geht nur mit den Estus Flakon und in diese könnt ihr, wie gesagt, nur an den Leuchtfeuern, die rar gesät sind in dem Spiel, wiederbekommen. So, und jetzt kommt der Kniff, warum ich mir die Feuerbomben geholt habe. Denn eigentlich würde man von dem, was jetzt kommt, also der geneigte Anfänger, der das Spiel wirklich noch nie gespielt hat, würde davon weglaufen. Ich allerdings, da ich das Spiel ja schon mehrfach durchgespielt habe, auch Teil 2, werde ihm das ein paar Feuerbomben um die Ohren werfen, sobald er erscheint. Da ist er. So. Ihr bekommt diesen Dämonenhammer, den ich jetzt bekommen habe, von ihm. Nämlich nur wenn ihr ihn jetzt besiegt. Habe ich keine Seelen bekommen? Doch jetzt. Und ihr seht, ich habe jetzt 2060 Seelen und mit diesen 2060 Seelen steige ich halt, wie gesagt, im Level auf. Und kaufe mir allen möglichen Bullshit wie Zauber, Waffen, Ausrüstung, bla bla bla. Und diese Leuchtfeuer sind halt so gesehen eure Respawn-Points. Das heißt, wenn ihr sterbt, werdet ihr an dem letzten Leuchtfeuer, wo ihr euch rangesetzt habt. Das ist ganz wichtig, ihr müsst euch da ransetzen. Respawnt. Was noch wichtig ist, solltet ihr euch an ein Leuchtfeuer ransetzen, respawnen alle Feinde. Alle. Außer die Endgegner. Ansonsten respawnt einfach mal so alles. Falls euch das interessiert, warum ich den jetzt nicht ausrüste, das könnt ihr hier mal sehen. Da seht ihr natürlich einmal, dass das 111 mehr Schaden macht. Das ist dieses minus 11. Es hat einen Attributbonus von B auf Stärke. Das heißt, je höher eure Stärke ist, umso stärker wird diese Waffe. Und das Scale mit B, das ist so ein Schulnotensystem. Das wäre jetzt eine 3 so gesehen. Wenn ihr das versteht. S wäre dann eine 1. Also das wäre das Beste. Wenn da S steht, dann scaled das sehr gut mit eurer Stärke. Bei dann A, B, C, D, E, F weiß ich jetzt gar nicht, ob es das gibt. Und ja. Rechts seht ihr die Schadenreduzierung in Prozent. Das heißt, wenn ihr das als zum Blocken benutzen würdet, diese Waffe, der würde die 50% physischen Schaden und so weiter blocken. Allerdings können wir diese Waffe nicht benutzen, da sie 46 Stärke braucht und wir haben nur 9. Das heißt, wir können diese Waffe nicht benutzen. Wir können sie zwar anlegen und damit auch mal rumschlagen, aber das würde nichts bringen. Ja, Robustheit ist dann die Haltbarkeit der Waffe, die ist bei 600, die ist ziemlich hoch und das Gewicht ist 22. Das Gewicht spielt hier nämlich auch eine wichtige Rolle in dem Spiel. Das seht ihr dann hier. Bei Belastung, eine mittlerer Streifen. Unter TB und Ausdauer seht ihr die Belastung, die ist bei mir 12,1. Maximalbelastung ist 49. Was ganz gut ist noch. Ja, und wenn es das überschreitet, dann lauft ihr übelst langsam und irgendwann könnt ihr euch dann auch fast gar nicht mehr bewegen. Und ja, des Weiteren gibt es dann noch verschiedene Ausweichmöglichkeiten. Je höher, je niedriger eure Belastung ist, desto schneller könnt ihr ausweichen und wegrollen und auch laufen. Das seht ihr hier jetzt. Guckt, ihr seht, ich kann übelst schnell eine Rolle machen. Wenn ich jetzt mal diesen Hammer anlege, ja, ist egal, ob wir den benutzen können oder nicht. Dann rollt er sich so. Bart's ganz langsam, schwer, es verbraucht mehr Ausdauer. Das ist so der Clou. Ebenfalls an dem Kampfsystem. Spielt ihr entweder einen leichten, etwas schwächeren Charakter, dafür könnt ihr euch schneller bewegen und besser ausweichen, oder spielt ihr den übelst vollgemotzten Superritter, der... Hier seht ihr gleich, dass Blocken auch Ausdauer verbraucht. Hätte er mich getroffen. Schieß nochmal. Jetzt läuft er weg, der olle Pimmel. Ja, den mit der übelsten Rüstung und was weiß ich alles. Dann seid ihr natürlich langsamer, aber haltet natürlich viel mehr aus, das ist klar. Jetzt sehen wir es gleich. Zack. Aber auch ein bisschen. Ja, das ist so das Kampfsystem fast. Auf LB macht ihr hier halt ein normales Schild hoch. Auf LT, zack, macht ihr so eine Parade, wenn ihr damit den Gegner erwischt. Dann schlagt ihr ihn zurück und könnt direkt einen Gegenangriff starten, was sehr viel abzieht. Dann haben wir natürlich die leichten Angriffe, zack, 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 seht ihr hier. Und die schweren Angriffe, die mehr Ausdauer verbrauchen, aber dann halt auch mehr reinhauen. Dann gibt es noch den Tritt. Zack, wenn ihr nach vorne drückt und gleichzeitig leichter Schlag, dann tretet ihr den weg. Und durchbrecht zum Beispiel seine Blockade, also wenn er Schild oben hat, ist klar. Und dann gibt's noch den Schwungangriff, das geht dann mit schwerer Angriff und gleichzeitig nach vorne. Zack, macht ihr den. Ja, das sieht jetzt alles sehr simpel aus, aber wenn ihr das einmal spielen solltet, dann merkt ihr erst, wie komplex dieser ganze Scheiß ist und wie schwer eigentlich auch dann. Hier ist nichts, da oben kommt man noch nicht dran. Können wir unten eine kleine Abkürzung öffnen. Das Spiel ist nämlich voll mit Abkürzungen. Könnten wir uns da wieder ins Bonfire setzen. Und Fallen. Ganz viele Fallen. Ihr müsst echt aufpassen. Ich hab's trotzdem abgekriegt. Verdammte Scheiße. Macht aber nichts. Da gehen wir gleich rein. Erstmal gehen wir zu dem hier hoch, zu dem Arsch. Vielleicht jetzt auch gerade gesehen, ich habe zwar geblockt, aber trotzdem Treffer verloren. Das liegt daran, dass unser Schild nicht 100% Schaden blockt. Drückt das mal weg, damit ihr so viel wie möglich seht. Zählt nur bla bla bla. Dass wir uns verziehen sollen. Das hat uns nur 2 Schlüssel gegeben. Weil er am Sterben ist und dann zur Hülle wird. So wie wir sind ja untot. Falls euch das schon aufgefallen ist. Sieht man schlecht. Da sieht man's. Wir sind nicht menschlich. Wir sind so ein Untoter, was hier Hülle heißt in dem Spiel. Und ihr habt vielleicht gesehen, wir haben erst das Flakon bekommen. Hier ist es. Da. Unser Heilmittel. Im Spiel. Ich erkläre vielleicht viel zu viel, Alter. Aber irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich bin so gerade im Laberflash. Ja, und 2 Feinde sind immer gefährlich. Auch wenn es die Anfangsfeinde sind. Ihr müsst echt aufpassen in dem Spiel. Das sieht bei mir jetzt alles ein bisschen leicht aus, aber glaubt mir, das ist es nicht. Da haben wir Backstep gemacht. Das ist so die stärkste Attacke, die ihr eigentlich so starten könnt. Einfach hinten, genau hinterm Feind laufen. Ihr dürft nicht seitlich angreifen. Ihr müsst genau hinterm Feind stehen. Und das Schild unten haben. Ganz wichtig. Wenn ihr das Schild oben habt und dann angreift, dann macht er keinen Backstep. Merkt euch das. Das ist wichtig. Weil viele wundern sich, warum funktioniert das nicht. Aber die machen es halt falsch. Und ihr seht, das zieht sehr viel ab. Das ist schon ziemlich nice. Und wenn ihr Gegner Backstep, bekommt ihr ein bisschen mehr Seelen. So. Denn eigentlich wäre hier jetzt ein Nebeltor. Hier wäre es neblig vor. Da schreit man dann durch und da würde der Gegner, den wir gerade hatten, unter uns stehen. Und dann müsste man ihn aber besiegen. Allerdings würde man dann, man hat ja dann auch seine Waffe und sein Schild endlich bekommen, würde man dann nicht mehr den Dämonenhammer bekommen. Ihr könnt eine Fallattacke machen, habt ihr gerade gleich gesehen. Und wir hören hier immer noch was rumlaufen, aber das kann man doch erst alles später machen. Ist geheilt. Ihr seht, man wird auch geheilt, wenn man da sich ransetzt. Und die Feinde leben jetzt wieder, die hier überall so rumlaufen. Wie gesagt, das ist Tutorial-Level, also hier passiert jetzt noch nichts Großartiges. Aber grafisch ist das echt immer noch ziemlich geil, fällt mir mal gerade so auf. Da gibt es hier noch ein kleines Secret, was wir aber noch nicht benutzen können. Hier vorne ist das Snuggys Nest. Man kann hier später wieder hinkommen in dieses Gebiet. Man weiß, das ist ein kleines Secret, wie man hier wieder hinkommt, aber ihr könnt ja googeln oder unser Let's Play gucken, dann wisst ihr, wie ihr hier wieder herkommt. Und da kann man später Items reinlegen, gewisse, und die tauscht dann die Krähe gegen andere Items wieder aus. Die Krähe ist Snuggy, hat eine nervige Stimme. Ja, das hat so ein kleines Secret. Aber wir gehen uns erstmal hier weiter. In das schöne Panorama. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage. to the land of the ancient lords. Jo. Lordran. Nach Lordran. Ja. Jetzt kommen wir ins Hauptgebiet, wo alle Wege immer wieder zusammenführen. Die Architektur in dem Spiel ist einfach so genial, ey. Feuerbahnschrein sind wir jetzt nämlich. Zack, jetzt können wir nämlich auch aufsteigen. Und die Aushöhlung umkehren, darauf gehe ich gleich auch nochmal ein. Das machen wir dann mal hoch. Machen wir mal Stärke hoch, auf 12, fertig. Habt ihr es gesehen, jetzt brauchen wir schon 793 Seelen für ein Level-Up. Das ist schon ziemlich viel. Verhältnismäßig. Ach, was ich jetzt vielleicht gar nicht gezeigt habe, ist egal. So, wir können das jetzt noch entfachen und die Aushöhlung umkehren. Seht, wir haben jetzt 10 erst das Flakon. Das heißt, dieses Leuchtfeuer ist schon entfacht. Ein normales Leuchtfeuer, was ihr anzündet gerade, gibt euch nur 5 erst das Flakon. Also wenn ihr 9 habt und ihr wollt wieder voll haben, dann gibt euch dieses Teil trotzdem nur 5 maximal. Das heißt, ihr müsst erst auf 4 runterkommen, damit ihr da wieder was bekommt. Ich hoffe, ihr versteht das. So, dann könnt ihr das Leuchtfeuer allerdings entfachen. Und dann gibt es euch 10. Erst das Flakon maximal. Später bekommt ihr dann noch das Herrschergefäß. Aber er ist ziemlich, also circa knapp die Hälfte des Spiels bekommt ihr das Herrschergefäß. Dann könnt ihr das Leuchtfeuer nochmals 2-mal entfachen. Dann bekommt ihr maximal 20 erst das Flakon. Aber dann ist auch Schluss. Und dafür müsst ihr Menschlichkeit besitzen. Einmal, um ein Leuchtfeuer zu entfachen, müsst ihr eine Menschlichkeit opfern, damit ihr selber menschlich werdet. Das können wir gleich mal machen. Zack, jetzt gedrückt. Dann seht ihr, da oben haben wir jetzt 01 stehen, oben links. Das heißt, wir haben eine Menschlichkeit im Gepäck, die zerdrückt wurde. Das machen wir dann mal. Aushöhlung umkehren ist das nämlich. Dann sind wir menschlich. Ich hoffe, ihr kommt noch mit. Das ist alles sehr viel. Und das Spiel erklärt nun mal rein gar nichts. Also als ich das erste Mal gespielt habe, musste ich mir alles selber zusammenreimen und was bedeutet. So. Jetzt müssen wir, wäre das noch ein ganz schwaches Leuchtfeuer, wieder eine Menschlichkeit opfern und das dann entfachen. Und dann gibt es uns erst 10 erst das Flakon. Also wir müssen mindestens menschlich sein und mindestens eine Menschlichkeit oben links stehen haben, also zerdrückt haben. Dann ist er hier, der ist eigentlich ziemlich unwichtig, der gibt einem aber ein paar Tipps. Aber die interessieren uns jetzt mal nicht. Ja, halt die Fresse. So. Hier ist die Feuerhüterin. Da könnt ihr, wenn ihr Feuerhüterseelen habt, euer erstes Flakon verstärken. Dann gibt euch das erstes Flakon pro Flasche mehr HP wieder. Da würde da jetzt zum Beispiel, hätten wir jetzt eine, haben wir nicht, erstes Flakon +1 stehen. Ganz wichtig, niemals die Feuerhüterseelen zerdrücken. Niemals. Es gibt zwar ein paar Seelen für euren Seelencounter da unten, aber ein verstärktes erstes Flakon ist 1000-mal wertvoller als so ein paar Popelseelen. Das geht dann halt bei ihr. Da gibt es aber noch andere NPCs, bei denen das geht. Aber ich glaube nur noch einen sonst oder 2. Deshalb, die sitzt jetzt, sollte diese gute Frau sterben, ist das Leuchtfeuer da oben auch aus. Also die sind wirklich dafür da, dass die Leuchtfeuer leuchten. Das ist so deren Aufgabe im Spiel. Drei Menschlichkeit bekommen. Sehr gut. Und ja, wie gesagt, das ist hier so der Mittelpunkt des Spiels. Die führen später alle Wege wieder hin. Und ja, von hier aus könnt ihr auch bereits in mehrere Gebiete rein. Allerdings ist das nicht zu empfehlen, jetzt zum Beispiel hier lang zu gehen. Denn da unten sind zum Beispiel die Gräber, also der Friedhof und ein Grab weiter. Und da kommen Skelette, die kriegt ihr am Anfang nicht tot. Das könnt ihr völlig vergessen. Also hier nicht lang gehen, außer ihr wolltet euch die Items schnappen. Da liegen einige Items, die könnt ihr mit Glück bekommen. Müsst ihr aber ein bisschen rumlaufen und flüchten ohne Ende. Das geht. Da liegt zum Beispiel ein Zweihänder oder so, den ihr aber eh nicht benutzen könnt am Anfang. Dann haben wir die Brandbomben. Dann haben wir hier den ersten Eid. Hier kann man, in dem Spiel kann man nicht auch Eide eingehen. Klickt das mal alles weg, das könnt ihr euch anhören, wenn ihr das spielt. Mit dem müsst ihr allerdings mehrfach ansprechen. Das ist immer ganz wichtig, dass ihr NPCs mehrfach ansprecht. Ups, jetzt habe ich mich dagegen entschieden. Nochmal. Aber ich kann es mal kurz zeigen. Hier, wenn ich auf Status gehe, seht ihr Eid, kein Eid. So. So, jetzt sind wir in Eid eingegangen. Gleich. In der Stunde kann man viel zu wenig zeigen. Das ist ein bisschen kurz gefasst alles. Das ist ein bisschen doof. So, jetzt kann man bei ihm auch einkaufen, eine Geste lernen, Schulterzucken. Ihr seht, da stehen die Seelen, nötige Seelen 10.000 zum Beispiel für. Der verkauft zum Beispiel Wunder. Und auch das, damit man die wirken kann. Um Wunder zu wirken, braucht ihr Talismane. Um Zauber zu wirken, braucht ihr logischerweise einen Zauberstab. Das geht nicht alles mit der gleichen Sache. Und für Pyromantie braucht ihr die Pyromantieflamme, oder wie sie heißt. Ich nenne sie mal einfach nur Pyroflamme. Und die kann man halt sich über die Hand ziehen und dann kann, wie gesagt, jeder Arschkopf draußen Pyromantie wirken. Gibt hier noch ein kleines Secret, das zeige ich euch auch nochmal. Jeder würde jetzt hier natürlich nicht weitergehen, aber ihr könnt euch einfach runterfallen lassen. Dann hier, bam, kommt ihr ein paar Kisten. Das Spiel ist vollgebombt mit Geheimnissen, also Entdecker werden hier wirklich sehr glücklich. Forscher. Hier kommt zum Beispiel der Talisman für Wunder und Morgenstern. Heimkehrknochen, die sind dafür da, dass ihr zum letzten Leuchtfeuer teleportiert werdet. Talismane, wofür die genau sind, weiß ich nicht. Ja, und dann droppen wir direkt auf den Friedhof. Das ist natürlich ein bisschen scheiße, aber das macht nichts. Einfach schnell weglaufen. Ich lasse das mal hier liegen, weil das ist für mich jetzt nicht wichtig, was die ganzen Toten haben. Warum ist er jetzt gesprungen? Das war voll unnötig. Ja, peinlich. Einfach nur peinlich. Ich habe zwar nicht losgelassen, die Sprint-Taste, aber ist ja egal. Springen ist in diesem Spiel nämlich extremst beschissen, das kann ich euch schon mal sagen. Das ist im zweiten Teil immer noch nicht besser geworden. Ihr müsst nämlich, um zu springen, erst laufen. Ich zeig's mal kurz hier. Dann lasst ihr die Taste los und drückt sie noch einmal. Ganz schnell. Dann springt er erst. Und das hat er bei mir gerade gemacht, obwohl ich die ganze Zeit B gedrückt gehabt habe. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, ist er einfach gesprungen, Alter. Da könnte ich schon wieder ragen. Also das Spiel ist auch ordentlich verbuggt. Also das kann man nicht leugnen, auch wenn es für mich, wie gesagt, das beste Spiel aller Zeiten ist. Die Bugs kann ich mir auch nicht schön reden und die können euch auch schon mal in die Verzweiflung treiben. Zum Beispiel das jetzt gerade, das war voll unnötig. Ihr habt's vielleicht. Ach scheiße, siehst du, hätte ich auch gleich mal drauf eingehen können, was passiert, wenn ihr sterbt. Wow. Das ist nämlich nicht lustig. Solltet ihr sterben, was ihr jetzt vielleicht gar nicht mitbekommen habt, weil ich da direkt wieder hingelaufen bin und nichts dazu gesagt habe. Verliert ihr eure Seelen, in meinem Fall waren das jetzt 86, die sind dann weg. Dann müsst ihr zum gleichen Punkt, wie ihr vielleicht gesehen habt, wieder hinlaufen und dieses grüne Gewabbel einsammeln, dann bekommt ihr eure Seelen wieder. Aber nur dann, solltet ihr auf dem Weg dahin nochmal sterben, sind sie weg. Für immer. Das kann sehr, sehr frustrierend werden, wenn ihr erstmal 10.000 Seelen habt und die dann auf einmal weg sind. Das ist halt so, das sind so diese Besonderheiten an Dark Souls, die es halt erstens natürlich so schwer machen, aber gleichzeitig auch so geil. Und hier geht's jetzt halt weiter, hier ist so das Anfangsgebiet. Ich wollte ihn eigentlich runtertreten, das hat nicht ganz funktioniert. Alter. Na, nur ist gut. Hey, wo kommt der denn auf einmal? Er ist da drauf gelandet, wie lächerlich. Alter Schwede, ich stelle mich gerade ein bisschen scheiße an. Ja. Gebe ich ja gerne zu. Das ist jetzt echt nicht gerade geil, was ich hier mache. Aber gegen drei Feinde ist auch scheiße schwer, Alter. besonders wenn die Ausdauerleiste so niedrig ist. Geschafft. Das wäre fast in die Hose gegangen, meine Herren. Aber es war auch schon lächerlich, dass er da direkt drauf gelandet ist. Und wie fühlt sich das alles so komisch an? Ich weiß auch nicht. Also wenn man die ganze Zeit Dark Souls 2 spielt, dann spielt sich das hier voll merkwürdig. Viel zu schnell, alles ist so hektisch irgendwie, weil Dark Souls 2 einfach viel gemächlicher ist. Ist alles so hektisch, die Kamera ist so hektisch, ey. Bewegungen sind so hektisch. Er dreht sich ja auch so schnell, ihr seht es vielleicht. Das ist in Dark Souls 2 nicht mehr so, da kann man sich nicht so schnell drehen, deshalb ist das hier alles so ungewohnt. Das verzeiht manchmal meine Noobheit und meine Inkompetenz. Eigentlich kann ich das Spiel besser, aber man muss sich immer erst ein bisschen einspielen. Ja, wir sammeln die Seelen ein, die kann man zerdrücken, dann bekommt man halt Seelen. Hier gibt's Sinn, ne? Ja, ich versuche einfach mal so schnell wie möglich einiges zu zeigen. Ich glaube, ich habe soweit jetzt auch alles erklärt, was so zu erklären gibt. Ach, er sollte die NPCs töten. Kommen die auch nie wieder. Die sind dann tot und dann habt ihr Pech gehabt. Solltet ihr einen Händler wegschnetzeln, dann ist der für immer weg. Aber die Diebesklasse ist auch scheiße. Die ist halt schwach. Die hat halt eine Kackwaffe am Anfang. Kann auch nicht so viel ab. Das müsst ihr schon bedenken. Also falls ihr unbedingt den Dämonenhammer haben wollt, der völlig... eigentlich voll scheiße ist. Also ihr müsst euch den echt nicht holen. Der ist einfach nur kacke. Ich wollte es euch nur zeigen, falls es euch interessiert. Der braucht viel zu hohe Stärke und ist einfach nur schwächlich. Da bekommt ihr viel bessere Waffen, die nicht ansatzweise diese Anforderungen haben. Das spielt sich total komisch irgendwie, finde ich. Ja. Nett, ne? Gehen wir nochmal kurz zurück. Dann... hier kommen wir auch lang. Die Feinde auch immer anvisieren, das ist ganz wichtig. Dafür einfach den rechten Stick reindrücken. Sonst schlagt ihr 90% daneben, ne? Das kann ich euch schon mal verraten. 90% ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr werdet sehr oft daneben schlagen, wenn ihr die Feinde nicht anvisiert. Ganz besonders, wenn sie am Boden liegen. Also es Höhenunterschiede gibt, schlägt der Charakter meist daneben. Und ja, falls euch wundert, was das hier alles ist, das sind Nachrichten von anderen Spielern. Die könnt ihr hier nämlich hinlegen, die könnt ihr dann lesen. Teilweise sind die wichtig, größtenteils ist es einfach nur Schrott. Ich sterb gleich. Teilen. Ja, ich spiele ein bisschen sehr offensiv, muss ich gerade zugeben, aber auch, weil ich euch halt, wie gesagt, in der einen Stunde, die wir nur haben, ein bisschen was zeigen möchte. Nutzt ja nichts, wenn ich hier jetzt 5 Stunden um einen Feind rumzirkel, damit ich nichts kassiere, aber ihr dann nichts zu sehen bekommt. Das wäre ein bisschen langweilig für euch. Moment. Oh, Entschuldigung. Da musste ich liegen. Ich habe bis heute nicht verstanden, wo der hierher kommt. Nochmal. Oh, Entschuldigung. Es tut mir leid. Ja, da, 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 da. Seht vielleicht da eine Leiter. Oh Mann, Alter, nur hör doch mal auf hier. Aber da kommen wir noch nicht hin. Es hört nicht auf. Ich habe irgendwas, glaube ich, in der Nase, ein Haar oder so. Und ich meine nicht die Nasenhaare, ich meine was anderes an Haaren. Aber nicht meine Kopfbehaarung. Schamhaare meine ich natürlich. Der da oben ist mir echt ein Dorn im Auge, das Scheiß. Alter, nur ist gut hier. So, den töten wir auch noch. So, war knapp, aber wir haben es geschafft. Da ist nochmal ein Leuchtfeuer. Und jetzt seht ihr gleich, dass die alle respawnen werden. Hier führt später auch noch eine Abkürzung wieder hin. Wenn ihr da oben mal wart und die Treppe runterlasst, leichter meine ich. So, rangesetzt. Und ihr seht's, die Feinde sind wieder da. Als Dieb ist das echt scheiße, weil wir so eine Kackwaffe haben. Ah, hat was verloren. Die Feinde droppen auch ab und zu mal was, das ist eher selten, aber sie tun's. Und hier ist ein guter Farm-Spot am Anfang, wenn man hier halt direkt am Leuchtfeuer steht und halt die Höhlen ganz gut wegschnitzeln kann. Und die da vorne auch, ne? Aber wir gehen erstmal hier in die Hütte. Ich weiß gar nicht, ob hier was ist. Doch, da ist was. Ein Holzschild. Ich glaube, das ist sogar besser als unser Zielschild. Ihr seht hier zwar die Angriffsstärke. Also das sind nicht die Abwehrattribute. Das dürft ihr niemals verwechseln. Das ist ganz wichtig. Was ihr hier seht, sind die Angriffsstärke, falls ihr mit dem Schild angreifen wollt. Aber das ist ja völlig unnötig. Die Info ist nicht wichtig. Am besten ihr drückt immer X. Und wenn, achtet immer auf Schadenreduzierung in Prozent. Wenn man das im Block zum Beispiel nur 78% des physischen Schadens, der uns entgegengeworfen wird, das 93%, also es ist viel besser. Und die Haltung ist besser. Haltung ist dafür gut. Wenn ihr blockt, je höher die Haltung ist, desto weniger Ausdauer verbraucht das Blocken. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Denn es ist noch leichter, das Schild, hat höhere Robustheit. Das Einzige, was es weniger blockt, ist Feuer, aber das ist völlig egal. Das ist auch ein Holzschild, ergibt Sinn, ne? Und so weiter, bla bla bla. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich denke mal schon, ihr seid ja intelligente Menschen. Gehe ich mal einfach von aus. Zumindest ein bisschen. Und ja, ihr habt vielleicht auch gerade gesehen, wir haben jetzt nicht wieder 10 Estos-Flakern, obwohl wir... Ja, die Gegner sind am Anfang ein bisschen heftig. Da muss man schon aufpassen. Eigentlich wollte ich ihn auch treten. Das hat nämlich ganz funktioniert. Ihr seht, es ruckelt ein bisschen. Das ist geschafft. Ihr seht, sie kriegt 100 Seelen für die. Hier kann man ganz gut am Anfang noch farmen. Und ja, hier schon ein kleines Secret wieder. Aber aufpassen, hier hinter ist noch jemand. Ich stelle mich jetzt nicht grandios an, aber das, wie gesagt, ich möchte euch was zeigen. Außerdem ist da oben das Leuchtfeuer, da setzen wir uns eh wieder ran. Deshalb, dass hier alles halb so wild ist, was ich hier mache. Hä? Wundert mich, warum ich den jetzt kassiert habe. Oh, ihr seht's. Größer die Waffe, desto langsamer schwingt das hier auch, denn alle Waffen oder viele Waffen, so sagen wir mal die verschiedenen Waffenkategorien, so ist es eigentlich richtig, haben halt unterschiedliche Angriffsmuster. Die muss man halt auch erstmal beherrschen. Weshalb es hier auch nicht unbedingt die beste Waffe gibt und die schlechteste Waffe. Sicher gibt es unterschiedlich gute, das ist klar. Aber es gibt halt nicht, dass jetzt das Ultra-Großschwert, bla bla bla, das beste Schwert im Spiel ist, weil es den meisten Schaden macht. Nee, 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 dafür greift es dafür aber am langsamsten an. Und ihr könnt damit vielleicht gar nicht umgehen. Das ist halt... Auch die Rüstungen ist nicht, es gibt die beste Rüstung und die schlechteste Rüstung. Das ist in Dark Souls nicht so. Kommt immer darauf an, wie ihr gerne spielt, ob ihr gerne wirklich der seid, der viel einsteckt. Und dafür halt auf Ausdauer scheißt, oder sagen wir mal eher auf Beweglichkeit. Ach stimmt, die leben ja jetzt auch wieder, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Oha. Jetzt stelle ich mich aber gerade wirklich extrem... Wow, war das knapp scheiße an. Da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, dass die wieder leben, ey. Muss ich ehrlich gestehen. Hab's so das Gefühl, das spielt sich anders, als ich das damals gespielt habe. Ich weiß es auch nicht. Mal wie hoch er springt, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. So, aber weshalb wir eigentlich hier runtergehen? Hier ist nämlich der Händler hier um die Ecke. Nee. Bei dem könnt ihr einiges kaufen, was ich empfehlen kann. Wenn ihr ihn nicht töten wollt, ihr könnt ihn auch töten, das werde ich gleich tun, dann werdet ihr das sehen. Was zu empfehlen ist, ist der orangene Speckstein. Damit könnt ihr Nachrichten verfassen. Der Anwesenschlüssel kostet allerdings 1000, ist also nicht ganz so günstig. Die Reparaturkiste ist zu empfehlen und die bodenlose Kiste ist nicht ganz so wichtig. Damit könnt ihr halt eure Items am Leuchtfeuer wegpacken, damit ihr sie nicht mehr im Inventar habt. Allerdings könnt ihr unendlich viele Sachen mit euch tragen, weshalb das nicht ganz so wichtig ist. Aber wer gerne Ordnung in seinem Inventar haben möchte, der sollte sich das auch kaufen. Ja, und dann kann man ihnen halt noch ein paar Sachen abkaufen, die allerdings ziemlich beschissen sind. Ja, also das bringt nichts. Ich töte ihn, aus dem einfachen Grund, weil man von ihm eine gute Waffe kriegt. Ihr seht vielleicht, er hat ein Katana oder sowas in der Hand. Und der ist auch nicht sonderlich schwer. Und ihr bekommt trotzdem den Anwesenschlüssel für 1000 und den orangenen Speckstein, weil nur er die Sachen hat. Und eine Menschlichkeit. Aber das Uchi-Katana war mein Ziel. Denn das Uchi-Katana macht 90 Schaden schon mal. Und 300 Blutungsschaden. Das ist nicht zu verachten. Das seht ihr bei unten bei Zusatzeffekt. Ich gehe da mal rauf. Hier. Schade, leider können wir da nicht raufgehen. Blutung trifft allerdings erst bei mehreren Angriffen ein. Also ich sage jetzt mal, 3 Schläge müsst ihr landen und dann folgt dieser 300 Blutungsschaden. Und das haut schon rein. Der wirkt nämlich auch, wenn der Gegner blockt. Das ist ganz geil. Also für PvP sind Katanas oder so Waffen, die Blutungsschaden machen, ziemlich geil, falls ihr gegen jemanden kämpft, der die ganze Zeit nur am Blocken ist. Bringt es ihm nichts, weil ihr schlagt ab 3-4 Mal drauf und dann bekommt er trotzdem 300 Schaden und das macht schon Aua. Aber ihr habt gesehen, wir brauchen 14 Stärke oder so, um die Waffe zu benutzen. Das macht aber nichts, wir steigen 2 Level auf. Jetzt brauchen wir schon 829. Und ihr seht, ich bekomme nur 5 Essos Flakon, keine 10. Wobei das hier gar nicht mal so schlecht wäre, das zu entzünden. So, das Uchi-Katana haben wir in der Hand. Ist auch eine ziemlich schnelle Waffe, die ist also recht geil. Und wir benutzen mal noch eine Menschlichkeit. Wie gesagt, wir müssen uns ja wieder menschlich machen. Ich bin gestorben, deshalb müssen wir uns wieder menschlich machen. Wenn ihr sterbt, ist sie weg. Zack. Menschlichkeit. Und einmal entfachen. Auch ganz wichtig. Und zack. Brennt es etwas stärker und wir haben wieder 10 erst das Flakon. Ja, das war das. Aber der Typ lebt hier wieder, da müssen wir natürlich drauf achten. Und ihr seht da vielleicht ein anderes Zeichen jetzt, das werden wir gleich mal beobachten. Zack. Zack. Der kommt auch noch. Schade, ist jetzt weg, ne? Der rastet hier völlig aus. Vielleicht sehen wir noch so ein Zeichen. Ich guck mal kurz. Da. Den U-Tanky. Das sind andere Spieler. Ich habe ja gesagt, man kann ja auch Koop spielen. Allerdings nur, wenn andere Spieler die Zeichen legen. Dann könnt ihr sie rufen, wenn es klappt. Hier ist noch so eins. Und ja, dann kommen sie mit Glück in eure Welt und dann könnt ihr bis zum Endgegner mit denen spielen. Ich zeige euch das mal. Allerdings werden dann die Gegner stärker. Es ist nicht so, dass die Gegner auf dem gleichen Level bleiben. Und das ist dieses ominöse Nebeltor, was eigentlich immer Endgegner anzeigt oder halt wie jetzt Levelbegrenzungen, damit ihr nicht weglauft und wenn ihr die Kufen habt. Aber irgendwie klappt das nicht. Das ist nämlich ein riesiger Kritikpunkt an Dark Souls, dass Anrufungen fast nie funktionieren. Der eine hat geklappt, da kommt er. Wenn ihr gute Dark Souls Spieler seid, dann macht ihr eine Verbeugung. Ganz wichtig. Hallo? Das macht man in Dark Souls so. Also merkt euch das. Da ist eigentlich auch keine Nebelwand vor. Das ist jetzt einfach nur, weil noch eine Anrufung stattfindet. Ja, den Gepäckstep, sehr gut. Schwarze Feuerbomben. Nicht schwere, ich habe von schwere gesagt, ne? Das sind natürlich die schwarzen Feuerbomben. Anrufung gescheitert, na, macht nichts. Ihr habt jetzt gesehen, wie das Koop funktioniert. Das ist auch was, er ist hier noch weiter vorgelaufen. Wir bekommen übrigens auch die Seelen dafür, auch wenn er sie tötet. Hier oben sind die Witzbeule, die die ganze Zeit Feuerbomben schmeißen. Der andere Spieler bekommt natürlich auch Seelen dafür, das ist klar, dass er hier tötet. Genau die gleichen wie wir. Und natürlich auch für die Endgegner. Allerdings ist der Fortschritt, den der Spieler hier mit uns zusammen macht, bei ihm nicht. Also sollte er das hier alles noch nicht gemacht haben, bleibt das bei ihm auch nicht gemacht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Da haben wir dreimal Goldharz, das ist ganz geil für Endgegner. Aber kann man nicht seine Waffen verzaubern. So, und hier unten ist ein ziemlich harter Gegner. Ich weiß nicht, ob wir den packen. Kommt er mit? Er löst die Falle da oben nochmal aus, der Idiot. Obwohl ich zum schwarzen Ritter wollte. Kommst du jetzt mit, du Arsch? Machen wir es halt alleine, ist mir egal. Wenn ich sterbe, ist Pech für ihn. Die sind ziemlich stark, also da müsst ihr echt aufpassen. Mit denen ist nicht zu scherzen. Also wenn das Spiel noch nicht so gut beherrscht und schon bei den Anfangsgegnern hier öfter drauf geht, dann vergesst es mit dem. Und ihr seht, er verliert kaum HP, selbst beim Backstep nicht. Oh, er hat sich mitgedreht. Das ist auch so ein Kritikpunkt, den ich echt habe. Das ist... Scheiße, ich wollte eigentlich Nestos einschmeißen. Nein, und das war's. Ah, sa. Ja, die Waffe ist noch zu schlecht, unsere Rüstung. Das sind halt so diese, naja, ich möchte nicht sagen Bonusfeinde, aber sowas ähnliches. So eine Zwischenbosse kann man schon fast sagen. Wir machen uns jetzt nicht wieder menschlich, das war unnötig. Und ja, wenn ihr die getötet habt, bleiben die auch tot, die kommen nicht wieder. Und die verlieren halt auch starke Ausrüstung, wie zum Beispiel das schwarze Rittergroßschwert verliert er jetzt. Zum Beispiel nicht immer, das ist ganz wichtig. Und das ist schon meine Lieblingswaffe im ganzen Spiel gewesen. Damit habe ich das komplette Spiel durchgespielt, also wenn ihr Glück habt, bekommt ihr das direkt am Anfang. Könnt ihr direkt darauf hinskillen. Und dann habt ihr schon eine ziemlich geile Waffe, mit der, wie gesagt, ich das ganze Spiel durchgezockt habe. Aber erstmal müsst ihr ihn tot kriegen. Das ist natürlich scheiße für den anderen Spieler, der wurde jetzt natürlich wieder nach Hause geschickt, so gesehen. Das war jetzt auch wieder ziemlich schlecht. Oh Gott! Und da habt ihr es gesehen, so schnell geht es, ist man tot. Wenn man nicht aufpasst. Ich stelle mich gerade echt scheiße an. Wenn ihr sehen wollt, wie ich gut spiele, dann guckt euch unser Let's Play dazu an. Oh Gott. Ja, da bin ich bis zum ersten richtigen Endgegner, glaube ich, nicht einmal gestorben. Und auch danach eine Ewigkeit nicht. Der Dodo, mit dem ich das Let's Play, der kam eine ganze Zeit lang nicht dran. Ja, das war scheiße, ich geb's zu, ey. Ich bin hier ein bisschen zu offensiv unterwegs. Aber es ist aber auch manchmal echt fies, Alter. Ganz besonders, weil die Waffe von oben nach unten schlägt. Und das mag ich überhaupt nicht. Ich bin eher so ein Fan der Waffen, die von links nach rechts schlagen. Das macht halt das große Ritterschwert, schwarze Ritter Großschwert. Ey, ein Name ist unglaublich. Schlägt halt von links nach rechts und macht dadurch natürlich ordentlich Damage. Und ihr braucht nicht mal richtig zielen, ihr könnt einfach drum herumschlagen. Aber die 1000 Seelen, die ich gerade hatte, sind jetzt natürlich weg. Hatte ich ja gesagt. Ah, streng mich jetzt mal ein bisschen mehr an, ey, das war schon sehr peinlich gerade. Hier immer ganz hoch gehen, weil hier oben ist so ein scheiß Hammerschütze, der schießt nämlich sonst ständig auf euch, wenn ihr da unten rumlauft. Da könnt ihr nicht in Ruhe gegen die kämpfen. Gegen die hier. Ah, das Uchi-Katana ist am Anfang sehr gut. Das muss man schon sagen. Und das bekommt ihr halt wirklich nur, wenn ihr ihn umbringt. Schwarzen Ritter lassen wir jetzt mal, den schaffe ich noch nicht. Werdet ihr Magier, könntet ihr den jetzt mit Seelenpfeilen oder so bearbeiten, das ist ziemlich leicht. Aber wenn ihr wirklich in den Nahkampf gehen müsst, dann solltet ihr schon aufpassen. Ja, und die Tür kriegen wir nur auf, weil wir den Generalschlüssel haben, das habt ihr vielleicht gerade gesehen, da stand Generalschlüssel benutzt. Und hier solltet ihr noch nicht runtergehen, hier unten wartet der gute Havel. Und der ist extrem stark. Und der klatscht euch mal eben mit einem Schlag weg. Auch wenn ihr Schild oben habt. Das bringt gar nichts, außer ihr habt wirklich... Nee, zu diesem Zeitpunkt bringt das noch nichts. Kann ich einfach mal so sagen. Der fistet euch und wenn ihr nur einmal getroffen werdet, egal ob mit Schild oder ohne, ihr seid sofort tot. Die Viecher heißen Lizard. Die laufen weg vor euch. Und verschwinden dann mit der Zeit. Allerdings verlieren die, wenn ihr es schafft, die zu töten, immer ziemlich geiles Crafting-Material. Also immer hinterher jumpen und töten. Sofern möglich. Das gefällt mir hier gar nicht, wie das hier alles sortiert ist. So. Hier hinter war der erste, so gesehen, Endgegner. Bevor ihr jetzt geradeaus weiterlauft, geht erst hier rum, das ist ganz wichtig. Ich versuche euch hier noch ein paar Tipps zu geben nebenbei. Auch wenn es vielleicht nicht so rüberkommt, als wäre ich hier der Oberpro. Bin ich auch nicht, dafür muss ich immer zugeben. Aber ich habe schon Erfahrung und wie gedacht, es sieht bei mir jetzt vielleicht alles ziemlich leicht aus. Ist es aber nicht. Also wenn ihr das Spiel noch nie gespielt habt, ey, dann werdet ihr eure Probleme bekommen. Ich kann es versichern. So, jetzt kommt er nämlich gleich. Ich mach schon mal den hier. Waffe verzaubern. Und da kommt er. Bam. Und jetzt am besten einfach zurücklaufen. Allerdings könnt ihr hier oben nicht warten. Ihr springt irgendwann nach oben und haut euch übelst eine rein. Allerdings könnt ihr hier eine starke Fallattacke machen. Wie ihr vielleicht seht. Ihr könntet jetzt rein theoretisch natürlich nochmal nach oben laufen. Sah jetzt auch voll leicht aus, ne Leute? Aber glaubt's mir, ich bin dann bestimmt beim ersten Mal mindestens 10-mal gestorben. Bis ich den endlich mal geschafft hatte. Als das wirklich das erste Mal in Kontakt mit dieser Spielserie kam. Bei Demon's Souls, also diese PS3-exklusive Souls-Spiel, habe ich nie gezockt. Mein erster Kontakt war mit dem Spiel hier. Ey, da bin ich so oft abgekratzt, ihr glaubt's nicht. Ich habe 80 Stunden für den ersten Mann gebraucht, jetzt schaffe ich das... locker in 30, mindestens, also naja, maximal 30 Stunden, würde ich sagen. Ohne Speedrun, also nicht, dass ich jetzt überall durchlaufe, sondern immer noch so alles hole eigentlich. Und so wie jetzt spiele so. Aber beim ersten Mal habe ich wirklich mindestens 80 Stunden gebraucht. Und hier natürlich immer die Panoramen, die sind schon sehr geil in dem Spiel. Oh, die Stunde ist auf. Na gut, zeige ich euch nur kurz die Abkürzung. Ein kleines, na, Secret nicht, aber halt die Abkürzung zum Bonfire. Und wer das hier ist, der Solaire, der gute Mann. Redet mit ihm bloß. Mehrfach. Ganz wichtig. Wow. Ah, ich sag immer nein, ey, weil ich alles wegklicke. Ja. Ja. Nein, dann bekommt ihr nämlich den weißen Symbolspeckstein und mit diesem Item könnt ihr eure eigenen Symbole auf den Boden legen, sodass ihr gerufen werden könnt. Das bekommt ihr nur von ihm. Deshalb müsst ihr mit ihm reden, das ist ganz wichtig. Und wenn ihr oft genug mit ihm geredet habt, könnt ihr ihn später auch rufen. Also ihr könnt auch NPCs ab und zu rufen, nicht nur echte Spieler. Zum Beispiel vorm nächsten Endgegner würde das gehen. Jetzt könnt ihr sterben, mit etwas Glück schaffe ich es. Mal gucken. Da müsst ihr genau auf die Geräusche achten. Jetzt ganz schnell zurücklaufen. Seht ihr, das ist jetzt der blöde Pissnackendrache. Deshalb gehen wir hier runter. Wenn ihr geradeaus weiterlauft, bekommt ihr Flammen ins Gesicht. Das kann ich euch schon mal verraten. Genau, ein Secret kann ich euch doch noch zeigen. Einmal ist hier die Abkürzung, dafür müsst ihr die Leiter einmal runterstoßen. Könnt es natürlich auch aufsteigen, aber das ist jetzt unwichtig, da das eh zu Ende ist. Solltet ihr Pfeil und Bogen haben, das hättet ihr euch beim Händler vorher noch kaufen müssen. Oder ihr habt den Jäger gespielt, dann habt ihr den ja sowieso. Dann gibt es hier nämlich ein kleines Secret. Ich weiß nicht, ob es ein... Ja, Bug kann man nicht sagen, aber es ist nicht so gewollt gewesen. Denn allen Drachen im Spiel, das kann ich euch schon mal verraten, allen Drachen im Spiel könnt ihr den Schwanz abschlagen und dann bekommt ihr Drachenwaffen. So, und wenn ihr nicht direkt mit ihm kämpfen wollt, könnt ihr mit Pfeil und Bogen 20 Mal circa auf seinen Schwanz hier schießen. Dann fällt der ab und dann bekommt ihr das Drachenschwert. Und das Drachenschwert ist eine übelst starke und geile Waffe für den Anfang. Mit der kann man wirklich eine lange Zeit rumlaufen. Weil die haut schon rein. Die hat einen Schaden von 200. Hat kaum Attributanforderungen. Also die kann eigentlich so gut wie jeder benutzen. Ja, und greift schnell an, ist halt ein normales Schwert, kein Großschwert oder so. Und das haut schon rein, ey. Das sollte sich jeder holen, finde ich. Also es ist so eine Waffe. Das sollte sich einfach jeder holen. So, jetzt warten wir hier nämlich kurz. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Das ist jetzt ein bisschen mit Glück abhängig. Einfach hier stehen bleiben. Das zeige ich euch jetzt noch. Entweder klappt es oder wenn nicht. Wenn es nicht klappt, haben wir Pech gehabt. Denn irgendwann kommt er da gleich runter, jetzt. Und dann am besten direkt loslaufen. Unter ihm durch. Hoffen, dass er nicht hochfliegt. Er macht nach vorne, sehr gut. Und hier rein. Bam. Geil, oder? Und hier gibt es für alle, die wirklich, wie gesagt, wenn ihr Mario spielt, es gilt auf Wunder. Zauberei ist einfach nur scheiße. Jetzt hat er sich da wieder hingesetzt. Jetzt fliegt er weg. Macht seine Runde. Der kommt wieder, keine Panik. Den könnt ihr auch töten, dann bekommt ihr natürlich ordentlich Seelen und so weiter. Ja. Hier gibt es nämlich den Sonnenlicht-Eid, oder wie der heißt. Ich weiß immer nicht genau, wie der heißt. Da bekommt er erstens ein goldenes Rufzeichen. Nicht dieses normale Weiße, sondern es wird dann golden. Das ist ziemlich geil. Und irgendwann dann auch den Sonnenlichtsperr, glaube ich. Ganz zum Schluss. Denn die Eide lassen sich erhöhen, also vertiefen. Wodurch ihr dann verschiedene Items bekommt. Beim ersten bekommt ihr, glaube ich, den Blitzspeer, wenn ihr den beitretet und später dann halt den großen Blitzspeer. Ich glaube, hier war alles so. Ich habe hier nie einen Magier gespielt. Und zum Schluss bekommt ihr dann den Sonnenlichtspeer. Aber um hier den Eid leisten zu können, ihr seht, die Statue ist kaputt, müsst ihr, glaube ich, 50 Wille haben. Dann ist sie wieder heil. Dann steht hier, glaube ich, auch Solaire. Und die Statue ist heile, glaube ich. Und dann könnt ihr da den Eid leisten. Auf jeden Fall braucht ihr 50 Wille. Das könnt ihr drücken, um jeweils 5 oder 10, jetzt muss ich überlegen, 5 oder 10 könnt ihr das drücken, also dass ihr nur noch 45 oder 40 braucht, immer weiter so, blablabla, bis ihr nachher nur noch 10 braucht sogar, wenn ihr anderen Spielern helft. Wenn ihr jetzt eure Science legt und anderen Spielern beim Endgegner helft, dann verringert sich die Anforderung jeweils um 5 oder 10. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich habe nie Magier gespielt, verzeiht mir also die Unwissenheit. Ja, das war jetzt noch so ein bisschen Background-Infos für euch. Wir können hier noch das Leuchtfeuer aktivieren. Dann leben die da auch gleich wieder. Zack, da sind sie ja wieder hingeploppt. Wir können das hier öffnen. Das ist eigentlich nicht der reguläre Weg. Also das könnt ihr machen. Müsst ihr aber nicht hier, was ich jetzt hier gemacht habe. Ist natürlich kürzer dann. Weil eigentlich kommt ihr da, wo ich euch den Schwanz gezeigt habe, wo ihr den abschlagen könnt. Geht es natürlich eigentlich weiter und dann würdet ihr hier hochkommen und dann hier weitermachen. Und das Tor wäre als zu. Das kann man nur von der Seite öffnen und so weiter. Aber wenn ihr sterbt, ist es natürlich von hier kürzer, hinter jedes Mal hinzulaufen, anstatt von dem anderen. Gut, ich hoffe, ich habe euch... Ganz wichtig, immer Partie beenden drücken, bevor ihr das Spiel beendet. Ich speichere das nämlich nochmal. Und ja, was vielleicht noch zu erwähnen wäre, jetzt so zum Abschluss Plädoyer... ist natürlich, dass ihr das unbedingt spielen müsst. Zumindest mal anspielen. Weil zugucken übermittelt nicht so ganz den Flair des Spiels. Aber wenn ihr das selber zockt und dann euren ersten Endboss legt und so, das sind Glücksgefühle und Glückshormone, die da freigeballert werden. Das glaubt ihr gar nicht. Und das macht das Spiel halt so unfassbar geil. Und ja, was ich eigentlich sagen wollte ist, jeder Fortschritt im Spiel wird gespeichert. Also wenn ihr jetzt irgendwas vermasselt habt, was weiß ich, weil ihr jetzt einen aus Versehen NPC getötet habt, der bleibt tot. Ihr könnt das Spiel jetzt nicht schnell beenden und den Spielstand wieder laden, das funktioniert nicht. Mit Pech ist euer Spielstand danach kaputt, weil ihr das Spiel einfach beendet habt. Ansonsten wird es direkt da geladen, wo ihr das beendet habt. Das ist im Spiel so. Das Spiel speichert ununterbrochen so gesehen. Jeder Fortschritt, den ihr gemacht habt, ist automatisch gespeichert. Ihr könnt auch nicht mehrere Spielstände anlegen, das gibt's hier alles nicht. Es ist dieser eine Spielstand, den ihr habt, dieser eine Charakter und mit dem bleibt das so, wie ihr es gemacht habt. Solltet ihr vielleicht auch mal kurz vorm Abkratzen sein und dann schnell die Konsole ausmachen, das habe ich mal aus Versehen gemacht, dann ist der Spielstand kaputt. Habt ihr Pech, dann ist der komplett weg und ihr müsst von vorne anfangen. Also lasst es einfach, wenn ihr sterbt, nehmt es hin. Wenn ihr aus Versehen irgendeinen Scheiß macht, nehmt es hin, macht bloß nicht eure Konsole aus in der Hoffnung, dass das Spiel das noch nicht gesaved hat und ihr kurz davor startet. Das könnt ihr vergessen. Und ja, was wir jetzt nicht gesehen haben, ist, wenn ihr menschlich seid, könnt ihr noch von anderen Spielern invaded werden. Oder invasiert, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Das könnt ihr auch machen, dafür müsst ihr die geborstenen roten Augäpfel benutzen und dann greift ihr andere Spieler an. Also joint denen ihre Welt und greift sie an. Das geht allerdings nur, wenn der Gegenspieler menschlich ist. Das ist so der Kniffpunkt. Mache ich mich jetzt menschlich und hole mir Hilfe? Also in der Hoffnung, dass ich Hilfe finde? Oder was ist lieber, weil ich dann nicht invaded werden kann? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und das ist halt das ganze Spiel hat so geile Kniffe, die so ineinander laufen. Es gibt so viele Secrets, die ihr jetzt nicht gesehen habt. Und noch mehr Kniffe, Taktiken, bla 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 und Endbosse, die einfach nur spektakulär sind und euch alles abverlangen. Und ja, falls ihr das Spiel wirklich nicht mögt, aber euch sowas alles interessiert, euch das Spiel an sich interessiert, ihr es aber nicht spielen wollt. Ja, sag ich einfach mal, schaut unser Let's Play. Hat allerdings anfangs sehr viele Fehler. Aber das ist noch zu verkraften, würde ich sagen. Ja, doch, es läuft. Na, ab und zu sind da wirklich krasse Soundaussetzer und Bildfehler. Weil dieses Spiel das erste war, was wir mit unserem Capture-Gerät aufgenommen haben. Und da hatte ich noch nicht so den Peil davon. Ich glaube, Hella hat sich das alles gelegt. Wir sind fast durch. Auch mit dem DLC. Dieses Spiel hat auch ein DLC. Was auch nicht zu verachten ist, also wenn ihr das Spiel mögt, könnt ihr euch das gut und gerne ohne schlechten Gewissens kaufen. Weil das macht schon Laune. Es erweitert das Spiel würdig, möchte ich sagen. Ja, ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und ihr habt alles verstanden, was ich euch erzählt habe. Solltet ihr Fragen zu dem Spiel haben, schreibt es gerne in die Comments, ich versuche es zu erklären. Also, ich würde sagen, ich weiß schon fast 100% des Spiels. Ich kann euch auf jeden Fall aushelfen, so ist das nicht. Aber bitte nicht solche Fragen wie, was ist das stärkste Waffe, was ist die beste Waffe, was ist der stärkste Zauber, bla bla bla. Das kommt ganz auf euren Spielstil an, wie ihr gerne spielt. Ich habe es schon gesagt, ich habe mit dem Schwarzen Ritter Großschwert das Spiel durchgespielt, weil das meine Lieblingswaffe ist, weil sie halt diesen Links-nach-Rechts-Schlag hat. Kein Ultra-Großschwert ist, also sich noch einigermaßen gut schwingen lässt, guten Damage macht, wenn ihr sie noch auflevelt. Waffen aufleveln geht hier nämlich auch und Ausrüstung, also Helme, Rüstungen, bla bla bla, das könnt ihr auch noch höher schmieden und später verzaubern. Haben wir alles nicht gesehen, weil in der einen Stunde sieht man nicht sehr viel vom Spiel. Wir sind immer noch im ersten Gebiet, wir haben noch nicht mal den ersten richtigen Boss gelegt. Naja, bei dieser Brückenminotauren war jetzt kein richtiger Boss. Na, eher so ein Zwischending. Ja, doch, eher so ein Zwischenboss war das. Das war noch kein richtiger. Denn von den richtigen Endgegnern bekommt ihr Bossseelen. Also nicht nur diese da unten so eurer vorhandenen Seelen hinzugefügt werden. Mein Gott, ich erkläre zu viel, dann komme ich immer in Stottern. Sondern die richtigen Endbosse verlieren auch noch Bossseelen. Und mit diesen Bossseelen könnt ihr Bosswaffen schmieden. Das geht also auch noch. Also es steckt noch viel mehr im Spiel. Also was ihr jetzt gesehen habt, war nur angekratzt. Deshalb downloadet es euch, es ist gratis. Spielt es, hasst es, teilweise liebt es dann wieder, weil es ist, Dark Souls ist die Bitch in dieser Old-Gen, also das schwerste Spiel der Old-Gen. Und ja, da muss man sich durchbeißen. Aber das ist halt auch das, was es so geil macht. Und für mich persönlich zum besten westlichen Rollenspiel und auch mit zu den besten Spielen überhaupt macht, ist einfach das Flair und alles andere, was das Spiel so hat. Wie gesagt, ihr bekommt keine Story vorgekaut. Ihr müsst die Story einfach erleben. Ihr erlebt sie, indem ihr das Spiel spielt. Und das ist das, was so geil ist. Mögt es oder mögt es nicht, das ist jedem selbst überlassen, dann geht halt wieder den Dreck Skyrim spielen oder was weiß ich, was es so für Müll gibt auf dem Markt. Dieses weichgespülte, für jeden zugängliche Drecksspiel. Es ist doch so. Ach komm, hört mir auf. Ah, ich könnte jetzt wieder haten über Skyrim. Dieses Spiel ist meiner Meinung nach einfach so unfassbar schlecht. Diese Features, die sie so toll angepriesen haben, dieser Drachenkampf, ey, der ist so lächerlich, ey. Der erste Drachen, den man begegnet, ey, den schnetzelt man da 0, nichts nieder, ey. Alle anderen Drachen sind auch so lächerlich einfach. Ey. Das ist einfach nur so lächerlich. Das sind verdammt nochmal Drachen, Alter. Die müssen schwer sein und man kann sie dann mit 3, 4 Schwerthieben niederstrecken, wenn man später genug gepowert hat, ey. Nie eine Gefahr gewesen. Genau wie die restlichen Feinde. Alles so lächerlich einfach, ey. Oh Gott. Wenn ihr auf sowas steht, bitte, jedem ist das seine überlassen, ist klar, ist richtig, ich möchte auch nicht meine Meinung euch aufjubeln. Spielt, was ihr möchtet, natürlich. Aber verschont mich mit sowas, weil für mich ist das nichts. Ich bin ein Dark Souls-Fan. Boy. Solltet ihr schlechte Worte dagegen verlieren, werdet ihr instant geblockt und gebannt und gemeldet bei YouTube und ihr bekommt die Kriminalpolizei auf den Hals gehetzt. So, hätten wir das abgehakt. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert doch diesen Channel, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr auch das nächste Games with Gold nicht. Diesen Monat gibt es dann nämlich noch 2 weitere Spiele, ausnahmsweise von Microsoft, weil Games with Gold den Jahrestag hat heute. Kommen wird noch Charlie Murderer oder Charlie's Murderers, irgendwie sowas, ein Arcade-Spiel von dem SKS Studios, die auch die 2 Indie-Spiele gemacht haben, I Made a Game with Zombies und irgendwas anderes mit Tyrodactyl und die Dishwasher-Spiele, die beiden anderen Arcade-Games. Von dem kommt halt das Arcade-Game, das neuere. Das ist noch gar nicht so alt, das wundert mich, dass die das reinknallen. Aber ist ganz geil, ich freue mich drauf. Ich habe es nämlich nicht, noch nicht, im Gegensatz zu Dark Souls halt. Und es kommt dann noch, ich weiß gar nicht, in welchem Rhythmus die kommen jetzt, ob die beide gleichzeitig rauskommen, werden wir sehen. Super Street Fighter 4, die Arcade Edition. Wird es auch noch für uns geben. Ob ich nun zu Super Street Fighter eine Stunde mitmachen sollte, ist ein bisschen fragwürdig, oder? Schauen wir mal, vielleicht mit dem Dodo zusammen, dass wir da Beef mehr oder minder draus machen. Mal gucken. Obwohl er da höchstwahrscheinlich eh verlieren wird, weil er nicht so der Street Fighter Spieler ist. Aber er verliert eh in jedem Beat'em Up gegen mich. Jetzt kommt er bestimmt wieder mit Soul Calibur an. Ich glaube, ich bin besser in Soul Calibur. Ja, natürlich, wenn man mit Voldo immer das gleiche macht. Egal. So, das war das. Alle Links zu uns. Also Facebook, Twitter, Twitch, Website und zur Games With Gold Aktion, so ist richtig. Findet ihr unten in der Beschreibung, wie immer natürlich. Und ja, wir sehen uns dann am 16. höchstwahrscheinlich wieder oder am 17. kurz darauf. Ich kann das ja nicht immer instant am gleichen Tag auch hochladen, wo es dann rauskommt, geschweige denn aufnehmen. Das ist immer so eine Sache. Aber spätestens 1-2 Tage später werdet ihr das dann sehen. Wenn ihr so lange warten könnt und euch das interessiert. Und ja, ansonsten schaut doch auch mal in unsere Let's Plays rein, wenn ihr möchtet. Wie gesagt, zu diesem Spiel haben wir eins und zum zweiten Teil ebenfalls. Das ist auch schon durch, der zweite Teil, der erste Teil noch nicht. Weil ich da mal mit an den Dodo gebunden bin, wann wir das aufnehmen können, weil wir das halt, wie gesagt, zu zweit Let's Playen, den zweiten Teil nicht. Den habe ich alleine durchgemacht. Und ja, wie gesagt, wenn es euch interessiert, schaut doch rein. Falls ihr da Tipps braucht, also Secrets entdecken wollt, ist das auch sehr hilfreich, da ich meistens nach alles aufgedeckt habe bisher in dem Spiel. Außer die Geheimwände, es gibt in dem Spiel nämlich auch Geheimwände, da müsst ihr draufschlagen, dann öffnen die sich erst, die seht ihr so nicht. Ja, also wer so einen guten Run machen möchte, schaut doch einfach mal rein. Oder wie gesagt, Wikipedia hilft euch auch gerne. Bla bla bla, viel zu viel gelabert schon wieder. Das Video geht schon wieder 1,5 Stunden oder sogar schon fast 2, was weiß ich. Habt viel Spaß noch mit dem Spiel. Schreibt doch mal eure Meinung zu dem Game gerne in die Comments. Ich diskutiere gerne diskutieren werde ich dann nicht, es ist eure Meinung. Aber ich beteilige mich gerne in Gesprächen darüber, so sagen wir es mal so. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich war und bin der Drake. Ihr habt noch einen schönen Tag und eine erholsame Nacht. Tschüdelü.